Moin moin und hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Outer Wilds. Ich bin Dennis und wir starten direkt, so wie jede Folge, ins All. Ich habe mir jetzt ganz spontan aus den vielen Möglichkeiten, die ich beim letzten Mal aufgezählt habe, was wir machen könnten, ausgesucht, dass wir jetzt mal zu dieser Raumstation bei der Sonne fliegen, denn die ist ein, ich sag mal, ich glaube, leicht findbares Ziel. Und ist aber mysteriös. Und vor allen Dingen verbrennen wir wahrscheinlich beim Versuch dort zu landen. Aber das. Ah, man kann sie nicht. Kann man sie anwählen? Okay, das macht das Ganze schon schwieriger. Gut, also müssen wir jetzt erstmal die Sonne finden. Das sollte ja zumindest machbar sein. So, da ist die Sonne. Da ist was im Weg. Abraumfels, unser Mond. Wir fliegen jetzt mal zu der Raumstation. Was auch immer das ist, ich weiß es ja wirklich nicht. So, die Sonne ist 7 Kilometer entfernt. Ich werde jetzt, da oben ist sie, da ist die Raumstation. Sie kommt mir entgegen. Das heißt, ich werde versuchen, dort jetzt. Was ist das? Das Problem ist, ich kann meine Geschwindigkeit nicht anpassen, weil. Okay, wie soll ich denn da jemals landen auf dem Ding? Okay. Gut, aber wenn ich es jetzt nicht probiere, dann probiere ich es wahrscheinlich nie, ne? Also ich muss erstmal näher ran, aber das Problem ist, ich kann meine Geschwindigkeit ja nicht anpassen, weil die Raumstation ja nicht anwählbar ist. Und das ist scheiße. So, ich muss jetzt mal ein bisschen bremsen. Vielleicht passe ich auch einfach meine Geschwindigkeit mal an die Sonne an. Die ist noch 4 Kilometer weg. Geschwindigkeit ist angepasst. Okay. Ah, zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät. Aber ich kann ja mal ungefähr auf die. Oh! Okay. Okay. Also man darf nicht näher als. Wie soll man denn da jemals hinkommen? Man darf nicht näher als irgendwie 4 Kilometer an die Sonne ranfliegen, weil dann die Schwerkraft Gravity kicks in und zieht dich rein. Das ist ja dann so gut wie unmöglich, da jemals hinzukommen. Ich bin irritiert. Na gut, dann probieren wir es vielleicht woanders. Aber wo? So viele Möglichkeiten und man weiß überhaupt nicht, wo man anfangen soll. Gucken wir doch noch mal. Deswegen ist es ja auch so ein Riesenproblem, dass der Eindringling so nah an der Sonne lang fliegt, dieser Komet, weil wir dann immer in die Sonne gesaugt werden. Das ist natürlich scheiße. Das will doch keiner. So, Untiefen der Riesen habe ich mich viel zu wenig mit beschäftigt bisher. Ich habe aber auch noch die Lava-Laterne hier. Ich fliege jetzt erstmal zur Lava-Laterne, weil die Untiefen der Riesen machen mir tatsächlich echt Angst. Ich gebe es offen zu. Ich habe Respekt vor dem Scheißplaneten. Ich habe echt Respekt vor dem Ding. Wir fliegen jetzt zur Krater-Laterne und schauen mal, was da abgeht. So, 7 Kilometer weg. Wir wissen, das geht relativ schnell. Ich bremse jetzt schon mal. Sonst fliegen wir wieder vorbei an dem. Den Planeten. Ich nehme mich mal mit 100 Metern pro Sekunde oder so. Ja, vielleicht fliege ich um 200. Man kann ja wirklich relativ schnell beschleunigen bei dem Spiel. Das sollte man dann auch hin und wieder mal machen. Weil Bremsen geht auch recht schnell. Ist das schön, das ist alles sehr responsiv. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da irgendwas machen können überhaupt. Oder ob die Kraterlaterne einfach nur großer Lavaklumpen ist. Jetzt gucken wir uns das Ding auf jeden Fall mal an. Es sieht tatsächlich so aus, als ginge da gar nichts, ne? Als würde das nur Lava spucken und sonst nichts machen. Okay. Ich dachte, vielleicht ist da irgendwas. Vielleicht gibt es da eine Plattform zum Landen oder so. Man, in dem Spiel, ich traue dem Spiel ja alles zu. Ich traue ihm ja alles zu. Aber es ist tatsächlich nur ein Lavaball.
Gut, hier den Planeten haben wir schon ganz gut untersucht, glaube ich, mit dem schwarzen Loch im Zentrum. Wir haben uns die Stadt hier vernünftig angeguckt. Die Stadt im Inneren. Klar könnte ich da jetzt nochmal hinfliegen, aber ihr habt mir zumindest auch nicht geschrieben, dass das jetzt sehr, sehr sinnvoll ist, da nochmal zu landen. Ich kann es ja hier nochmal. Au. Au. War aber eine gute Landung. Muss man auch mal sagen. Kann nochmal gucken, ob hier irgendwas bei dem Raumschiff von meinem Kollegen geht. Hier in die Kuppel kann man ja scheinbar auch irgendwie. Aua. Schon wieder irgendwelche krassen Meteoriteneinschläge. Die Raumschiffe von meinen Kumpels kann ich nicht betreten, Mann. Das ist ein bisschen schade. Habe ich den eigentlich schon getroffen? Der scheint ja da unten zu sein. Vielleicht muss man sich da relativ beeilen, weil irgendwann bricht ja der Planet zusammen. Oh, eine Audioaufzeichnung. Ich bin da, ich hab's geschafft. Ich hab das Schiff sicher gelandet. Das heißt, das Schiff ist unten und ich bin unverletzt. Ein paar kleine Reparaturen und es ist, als wäre das Schiff nie mit diesem Felsen kollidiert. Einer meiner besseren Versuche. Feldspat hätte bestimmt fast gar nicht über mich gelacht. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, ich hab noch keinen Weg in das Gebäude gefunden. Die Tür ist zerstört und auch wenn ich nicht so gut im Erkunden bin, hätte ich wohl mittlerweile einen Eingang gefunden, wenn es einen gäbe. Wahrscheinlich. Ich komme von hier nicht rein, aber ich weiß, dass es Wege unter der Oberfläche gibt. Ich werde nach Norden zu den Ruinen am Äquator gehen und einen Weg nach unten suchen. Ah, guck mal, da habe ich sogar. Die Tür ist kaputt. Also hier drunter, unter dem Nordpol, ist die Stadt, die eigentliche, die sie dann gebaut haben. Die erste Stadt war ja dann da unterm Äquator. Jetzt bin ich natürlich schon ein bisschen gespannt, was mit meinem Kollegen hier ist. Ob man den jetzt auch noch irgendwie finden kann. Düt. So, geht's denn jetzt hier mal rein? Hallo. Ja. Oh. Oh, that's new. Au. Geistermaterie in der Nähe, da muss man ein bisschen aufpassen. Wo ist er denn jetzt? 100 Meter unter mir. Aber das hier ist, hier war ich auch noch nicht, ne? Das ist eine oberirdische Stadt, die erstaunlicherweise überhaupt gebaut wurde. Das irritiert mich ein wenig, weil hier regnet es ja ständig Meteoriten. Siehe Beweisstück A. Ach nee, das ist ein Lagerfeuer. Was haben wir denn hier? Die Reise hierher vom Südpol war, ich sag mal, erschütternd. Wegen, naja, all der Meteore. Aber hey, wenigstens habe ich es ohne Gehirnerschütterung hierher geschafft und ohne in Flammen aufzugehen. Okay, was noch? Ich habe mich ein wenig umgehört und es gibt da einen alten Nomai-Pfad, der auf der anderen Seite meines Lagers anfängt, in dem verfallene Gebäude aus den Bäumen wachsen. Sieht nicht allzu schrecklich aus, nur eine Treppe, die nach unten führt. Mit Treppen komme ich klar. Wenn ich meine Vorräte zusammen habe, folge ich dem Pfad, um zu sehen, wohin er führt. Guck mal, das ist hier das Lager von unserem Freund, unserem Kollegen. Hier ist die Geistermaterie. Ah, da in der Mitte ist überall Geistermaterie, dann sollte ich da vielleicht nicht reingehen. Die Frage ist, was soll ich da auch drin? Also ich meine, da ist ja nichts. Das mit dieser Geistermaterie, das würde ich gerne auch nochmal irgendwie entschlüsseln. Erstens, was ist das? Und zweitens, wie kann ich was dagegen machen? Irgendwie. So, hier komme ich rein. Zack. Da ist eine Treppe. Cool. Ja, da wird es ja jetzt ins Innere des Planeten gehen. Ich weiß ja schon, wie es da aussieht. Dass da unten das war. Oh, fuck. Okay, that's irritating. Stop it. Okay, das ist geil, dass ich das noch gemacht habe, weil dieser Weg ist ja der absolute Wahnsinn. Ist ja mega. Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wie geil ist das denn? Boah. Vor allen Dingen, wie gut sie das aufbauen, ne? Dass man die ganze Zeit das schwarze Loch nicht sieht. So, wo ist er denn jetzt? 50 Meter. Das heißt, es macht wahrscheinlich Sinn, ihm zu folgen, dem Signal, um dann das schwarze Loch enthüllt zu bekommen, was wir ja schon kennen. Schwerkraftkanone, 400 Meter. Aha. Eine Schwerkraftkanone. Was ist denn eine Schwerkraftkanone? Oder, beziehungsweise,
Kennen wir doch schon, oder? Schwerkraftkanone? Keuch, also, das war extrem unangenehm, aber ich hab's soweit geschafft. Darauf sollte ich mich wohl konzentrieren, nicht darauf, wie ich später wieder zurück nach oben komme. Aber wow, dieser Ort ist echt beeindruckend. Die hängende Stadt scheint nördlich von hier zu sein. Und im Osten ist eine Schwerkraftkanone. Die will ich auf jeden Fall sehen. Und noch was, ich habe irgendwo da unten Sauerstoff aufgespürt, was gut ist, weil ich eine Menge von meinem Vorrat aufgebraucht habe, als ich schreiend von der Oberfläche hier runtergekommen bin. Sobald ich wieder normal Luft holen kann, gehe ich weiter hinunter, damit ich meinen Tank auffüllen kann. Okay, wo ist Sauerstoff? Sweet, sweet Sauerstoff. Oh, hier ist auch irgendwas. Ist wahrscheinlich der Wegweiser nach oben wieder, oder? Gravitationskristallwerkstatt. Naja, die Gravitationskristalle sind ja hier überall. Was ist das? Das ist so ein bisschen ein Wegweiser auf dem Planeten hier. Wo was ist? Die hängende Stadt. So, jetzt die hängende Stadt ist hier am Start. Die hängt da so rum. Und jetzt könnte man auch mal schon mal das schwarze Loch sehen, wenn man möchte. So, wo muss ich denn jetzt hin? Um zum... Da unten ist er. Dann ist ja wahrscheinlich der sinnvollste Weg hier runter, oder? So, da komme ich ja direkt nach unten. Direkt aufs schwarze Loch zu. Alter. Boah, hier darf man echt nicht abrutschen. Wenn du jetzt runterfällst, dann bist du tot. Beziehungsweise dann fällst du erstmal in den eigenen Horizont und dann kannst du weiter gucken. Da ist er! Hey, Guy! Man, what's up? Rebek, du alter Fettkloß mit seinem Benjo. Das ist großartig, hervorragende Arbeit. Wow, das bedeutet wohl, dass ich jetzt schon ziemlich lange hier draußen bin. Nun ja, das hier ist der bröcklige Krater. Aber das wusstest du wahrscheinlich schon. Ja. Gibt eine Menge Geschichte hier, richtig großartig. Was treibst du hier? Ich bin hier, um mir die hängende Stadt anzusehen. Es war schon immer mein Traum, sie mit meinen eigenen vier Augen zu sehen. Seit ich ein Küken war. In diesem Sternsystem lebte eine fremde Rasse, lange bevor unsere Spezies überhaupt existierte. Wie könnte ich nicht sehen wollen, wie ihre Zivilisation war? Nur, du hast es wahrscheinlich schon von den anderen gehört, oder? Ich fürchte mich vor dem Weltall. Im Ernst, es überrascht mich selbst mehr als alle anderen, dass ich hier draußen bin. Willst du wissen, wie ich überhaupt so weit gekommen bin? Ich bin hingefallen. Bin über einen Gravitationskristall gestolpert. Es ist pures Glück, dass ich irgendwo gelandet bin, wo es laut meinem kleinen Scout halbwegs stabil ist, statt in das hineingezogen zu werden, was darunter liegt. Ich habe die Stabilität des Bodens um mich herum mit einem kleinen Scout gemessen und dies scheint der Ort mit der besten Oberflächenintegrität zu sein. Also werde ich hier bleiben, bis ich bereit bin, weiterzuziehen. Aber genug von mir und meinen Problemen. Du bist nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um dir mein Geschwätz anzuhören, oder? Das wäre nun ja... ich habe was herausgefunden. Ich habe die Rettungskapsel der Nomai auf dem bröckligen Krater gefunden. Wow, also kamen die Nomai wahrscheinlich von irgendwo außerhalb des Sternsystems hierher. Und sie müssen wohl in Schwierigkeiten geraten sein, als sie ihre Rettungskapsel einsetzen. Aber welche Art von Schwierigkeiten? Und von wo ist die Rettungskapsel gestartet? Ich bin so neugierig. Das ist eine erstaunliche Entdeckung. Ich hoffe, wir könnten mehr darüber erfahren, wie und warum die Nomai hier angekommen sind. Was gibt's denn hier? Wo nicht, vielleicht nicht unbedingt beim schwarzen Loch, da auf keinen Fall. Was sehr bedauerlich ist, denn das Aufregendste befindet sich unter der Oberfläche, einschließlich der hängenden Stadt. Die liegt direkt im Norden. Du kannst sie von hier aus fast sehen. Es gibt doch diese große Kuppel am Südpol, die südlichen Observatorium genannt wird. Du kommst nicht von der Oberfläche aus rein, glaub mir, ich hab's versucht. Aber wenn es den restlichen Nomai-Bauten ähnelt, gibt's wahrscheinlich unterirdisch einen Weg hinein. Viel Glück beim Erforschen. Wenn du etwas über die Nomai herausfindest, würde ich es gerne erfahren, wenn es keine Umstände macht. Okay, alte Siedlung gesehen, ist sie nicht beeindruckend, kaum zu glauben, dass sie immer noch steht, blablabla, man lernt wirklich zu schätzen, in einem Ort wie Holzkamin zu leben, du weißt schon, irgendwo, wo man nicht ständig mit Meteoriten und Steinen und so bombardiert wird. Was haben wir noch herausgefunden? Die hängende Stadt habe ich gesehen, ich habe echt schon viel gesehen hier. Du hast die hängende Stadt besucht, meine Güte, wie war es? War es beeindruckend, war es schön, war es furchteinflößend? In der hängenden Stadt haben sich Nomai dauerhaft auf dem bröckligen Krater niedergelassen. Sie war hier ihre fortschrittlichste Siedlung. Warum sie ihre fortschrittlichste Siedlung so nah beim Du-weißt-schon-was-Bauten, ist mir ein Rätsel. Vielleicht gibt das für einen Nomai-Sinn. Vielleicht brauchten sie das schwarze Loch für etwas. Oh, da hinten stürzt gerade der halbe Planet ein. Dislike. Ich sag mal Dislike. Alter, wie hier der komplette Planet zusammenstürzt. Oh Gott, guck mal links, da kommt gerade wieder ein Stück Planet runter. Ja, ich habe noch was rausgefunden. Oh, cool. Guck mal da hinten, dein Planet stirbt gerade.
Ich habe die sonnenlose Stadt auf dem Glutzwilling gesehen. Du meinst, es gibt eine weitere Nomai-Stadt innerhalb des Glutzwillings? Das ist unglaublich, eine ganze Stadt und ich hatte keine Ahnung, dass sie existiert. Das ist großartig. Wir haben sie bloß den Sand draußen gehalten. Ich an ihrer Stelle hätte ja Angst, durch diesen schrecklichen Sandfluss in den Höhlen begraben zu werden. Hui, die Nomai waren wirklich brillant. Eine ganze Siedlung unter der Erde, die sonnenlose Stadt. Wow. Also das hier, die Stadt hier ist doch auch unter der Erde. Naja, egal. Das heißt, es gab zwei Gruppen von Nomai. Eine lebte auf Glutzwilling und eine hier auf dem bröckligen Krater. Aber sie müssen das Sternensystem durchquert haben, da Schriften der Nomai auch auf den anderen Planeten zu finden sind. Ja, die haben ja diese Teleporter auch gehabt. So, okay, nicht so wichtig. Was treibst du hier? Archäologen. Ich bin die Archäologenzunft, da es auf Holzkamin nur mich mit dieser Tätigkeit gibt. Der bröcklige Krater ist reich an Nomai-Geschichte. Deswegen bin ich hier. Dieser Planet ist eine absolute Fundgrube für Kultur, Geschichte und Wissenschaft. Wenn du Fragen zu den Nomai auf dem bröckligen Krater hast, bin ich von allen Kaminer am besten geeignet. Oder ich meine, ich weiß ein bisschen was über sie. Also vielleicht, wie kann ich helfen? Okay. Gut, ich habe jetzt ein bisschen Schiffslog-Aktualisierung hier eingesammelt. Ja gut, in dem Durchlauf bringt es jetzt nichts, hier noch irgendwie rumzuklettern. Aber ja, man könnte ja hier auch einfach noch ein Marshmallow essen, oder? Mal ein leckerer Marshmallow. Hab ich lange nicht gegessen. Oh nein, er brennt, er brennt. Oh, puh. Kann ich ihn essen? So, komm, noch ein Marshmallow. Diesmal richtig. Ich glaube, wenn man muss ihn halt so ein bisschen drüber halten, ne? Also, dass er kein Feuer fängt. Weil der fängt ja an zu dampfen, der Marshmallow. Die Frage ist, wann er gut ist. Ist aber voll Lagerfeuerromantik, oder? Nein! Ach, ich bin zu dumm. Komm, einen noch. Einen probiere ich noch. Ich schaff das. Hier ist gut, hier ist gut. Guck mal, er dampft. Aber mit dem Banjo, ich finde Banjos sind ein fantastisches Instrument fürs Lagerfeuer. Finde ich fast noch. Kann ich den schon essen? Ja. Lecker. Oh, guck mal. Planet. Hey Planet. Was ist das? Was ist das? Okay. Turm des Qu der Quantumweisheit? Was? Oh, the fuck. Wow! Oh mein Gott, was passiert hier? Okay, jetzt bin ich irgendwie hier drüben. Alter, okay, also wenn ich über diesen ja relativ gut zugänglichen Weg hier reingehe, oh, hier bricht gleich alles zusammen. Aber immerhin habe ich noch was rausgekriegt. Wie geil ist das denn? Dann komme ich hier, gibt es hier so ein Schnellreisesystem. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Okay, ist hier, vielleicht kann ich hier noch was lesen. Schnell. Über die thront der Turm der Quantumweisheit. Sehr gut. Begibst du dich auf deine erste Pilgerreise zum Quantum... Oh, what? Der Quantummond? Dann erklimme diese Stufen und erlange das höchste Wissen, welches dir auf deiner Reise sehr dienlich sein wird. Der fucking Quantummond? Wie komme ich denn da hoch? Achso, ich muss hier umstellen auf hoch. So. Der Quantummond ist ja noch eine der größten Geheimnisse hier im Sonnensystem. Der umkreist... Oh Gott, welchen Planeten umkreist denn der? Ich weiß es gar nicht mehr. War das einer der Zwillingsplaneten? Ja, oder? Oh, ich muss hier nochmal herkommen. Hier ist ja jetzt gleich schon wieder Schicht im Schacht. Südliches Observatorium, 500 Meter. Das schaffe ich doch hier nie im Leben. Ist hier noch irgendwas? Nee. Hier ist nur Aussicht. Aber vielleicht kommt man da rüber und dann kann man da irgendwie zum südlichen Observatorium oder so. Fuck, hier gibt es noch so viel zu entdecken, dieses verdammte Spiel. Also wenn ihr jemals ein Spiel haben wolltet, in dem es ausschließlich um Exploration geht, also ums Entdecken und Erkunden einer Welt. Fuck, Leute, holt euch Outer Wilds, hört auf, das Let's Play zu schauen. Ich weiß, es ist... Nein, guckt das Let's Play weiter. Oh, hier sind Bäume. Wo sind hier Bäume? Guckt das Let's Play weiter, aber... Das ist doch schon wieder so ein geiler Spiel. Okay, this is the end. Whoop! Tja. Aber wo sind denn die restlichen Planetenteile? Die müssen ja hier eigentlich auch rausgekommen sein. Ach so, die schweben hier überall. Guck
gerne das Let's Play weiter, Leute, aber erst vielleicht, wenn ihr selber ein bisschen das gespielt habt. Fuck, da ist er. Da ist der kleine Wichser. Du kleines, dreckiges Arschloch. Ich erreiche den doch nie mit meiner... Nur mit meinem Dings Rucksack hier. Wie geil wäre das denn, wenn ich den jetzt noch einholen würde? Ich fliege noch ein bisschen schneller, komm. Bisschen Treibstoff habe ich noch. Wir passieren auf jeden... Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht in Dings reinknalle, in Schwarzdorn. Der ist hier gerade rechts. So, ich nähere mich mit 100 Meter pro Sekunde. Ich hoffe, die Gravitation von Schwarzdorn ist nicht so krass, dass ich jetzt da reingezogen werde. Irgendwie, nee, läuft. Läuft, 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 läuft. Ich habe noch genug Treibstoff. So, jetzt anpassen, anpassen, anpassen. Anpassen, anpassen. Vielleicht kann ich jetzt mal hier landen. Das wäre schon auch ein bisschen gut. Oh nein, ich bin übers Ziel hinausgeschossen. Das ist gar nicht gut. Oh, ich kann auch nicht meine Geschwindigkeit vernünftig anpassen, wenn ich kein Raumschiff habe. Ich weiß, ich stelle mich gerade ein bisschen doof an, aber ich gebe mein Bestes. Glaubt mir. Ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ey, aber echt, Leute, ich bin so heiß drauf, zu erfahren, was hier noch alles lauert. Ich habe so Bock drauf. Also, ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr so auf Entdecken und so steht und das auch gerne mal sehen würdet, was hier so los ist, dann kauft euch das Spiel. Das kostet 20. Ach, scheiße, ich bin einfach... Aber er kommt mir jetzt doch entgegen, oder? Ah, ich habe fast keinen Treibstoff mehr. Das bringt doch alles nichts. Scheiße. Gleich ist der Treibstoff alle. Und dann... Ja. Ich kann gar nicht so schnell abbremsen, wie ich müsste. Vor allem sind wir ja gleich dann auch an der Sonne. Also es bringt ja auch nichts. Ich bin ja jetzt, ich sag mal, the end is near. Bye bye. Ja, das war's mit diesem Durchgang, würde ich sagen. Ah, aber ein schöner Tod. Direkt in die Sonne geflogen. Okay, ich weiß schon, was ich mache. Ich will alles über den Quantummond erfahren. Also nächstes Mal sehen wir uns wieder auf Bröckliger Krater. Und ich werde... Den Quantummond. Ich werde herausfinden, was es damit auf sich hat. Ich will alles darüber wissen. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.